Willkommen zur Musikmesse 2010. Wir begrüßen euch vom Dach der Halle 5. Neben mir sitzt Markus Striegel. Mein Name ist Christian Ruff. Markus, du machst für die SAE dieses Jahr wieder einmal den Messeblock. Was genau erwartet uns denn da dieses Jahr? Also es wird dieses Jahr so sein, so wie jedes Jahr, dass ich quasi rumrenne und das, was mir über den Weg läuft, schnell und kurz und schmerzlos quasi poste. Am besten noch mit einem schönen Bild dazu und dann halt weitere Links schreibe, quasi, wo die Leute sich dann detaillierter mit dem ganzen Thema auseinandersetzen können. Wo genau können die Leute das dann einsehen? Ihr guckt am besten auf sae-messeblog.de. Also ganz einfache URL, kann sich auch wirklich jeder merken. Ansonsten für die Leute, die sich das auch nicht merken können, wir sind direkt verlinkt, weil das ist der offizielle Musikmesse-Weblog. Also einfach auch musikmesse.de geht natürlich genauso, ist auch ein Link auf unserem Weblog. Wunderbar. Auf was freust du dich denn besonders dieses Jahr? Ja, ich werde dieses Jahr wahrscheinlich mal einen Schwerpunkt legen oder einen kleinen Schlenzer zu den Hearsafe-Jungs machen oder überhaupt allgemein Gehörschutz, weil ich komme gerade aus München vom 30 Seconds to Mars-Konzert. Ja. Und auch hier auf der Agora-Stage höre ich schon, dass es ganz schön scheppert. Ja, aber du verstehst mich, ja? Du verstehst mich. Dich verstehe ich noch, aber das ist auch das, was man selbst als Musiker wahrscheinlich oft vernachlässigt. Man guckt immer so nach den neuesten Gitarren, Schlagzeugen, was alles so geht, aber denkt eigentlich ganz selten ans Ohr. Und das ist so ein Thema, mit dem werde ich mich, glaube ich, mal dieses Jahr wirklich auseinandersetzen. Mir das mal genauer angucken, wie sowas funktioniert, was sowas kostet, wie man sowas bekommt. Und das werde ich natürlich dann auch bloggen und den Leuten mitteilen. Okay, wie oft kann man am Tag mit Updates rechnen? Ja, wir versuchen so mindestens 15 Posts oder so hinzukriegen. Ist eigentlich noch ein bisschen wenig. Man könnte noch mehr, noch schneller, aber das ist immer so, so ein Messetag, der rauscht so schnell an einem vorbei. Wir versuchen hier wirklich Vollgas zu geben. Haben uns jetzt auch noch, das ist auch schön medial so ein bisschen cross verlinkt. Die Musikmesse versucht auch den ganzen Krams dann auf Facebook, Twitter und wie sie alle heißen. Es gibt ja mittlerweile 1000 Portale. Das ist natürlich die Kunst, die eigentliche Kunst heutzutage ist, diese ganzen Dinge alle so zu connecten. Und deswegen, weil du auch gefragt hast, was mich noch interessiert, mich würde zum Beispiel dieser Digital Journalism Kurs, den wir dir bei der SAE anbieten, auch nochmal interessieren. Da werde ich auch, glaube ich, nochmal detaillierter reingucken, weil das ist ja eigentlich im Grunde genommen das, was wir jetzt hier so machen. Mit den neuen Medien umgehen und gucken, wie kann man die am besten transportieren, dass es auch wirklich jeder hinkriegt, weil die Sachen im Internet ist ja schön und gut, aber man erstickt ja langsam in diesen Möglichkeiten. Das heißt, die Frage ist ja immer, wo guckt der Kunde, wo findet er dich, wo kann er den Beitrag lesen? Und deswegen sagen wir lieber nochmal sae-messeblog.de und halt, oder geht auf die Musikmesse-Seite. Okay, da ist man auf alle Fälle dann informiert. Mein Team und ich, wir machen ganz Ähnliches, nur mit Kamera und Ton ausgestattet. Wir werden, wie auch die letzten 3 Jahre schon, die Hersteller interviewen, jeden Tag kurze Videoschnipsel hochladen von den aktuellsten, neuesten Themen und freuen uns drauf, wenn ihr dann ab und zu ebenfalls auf die SAE-Messeblog-Seite schaut. Dort sind unsere Videos verlinkt. Bis dann!